Pflanze Miniaturlauchsamen an. Okay. Gottchen, ist das dann hier so ein kleiner Mini-Lauch? Oh Mann, nee. Alles heute Mini. Was reicht? Wie viel habe ich denn davon? Moment. Ach, einmal reichen. Okay. So. Ach Gottchen, ist das knuffig. Gieße den Miniaturlauch. So. Sammle die restlichen Zutaten. Ja, das habe ich ja schon. Und er kann sogar schon geerntet werden. Mann, schnell wachsende Pflanze. Oh, okay, Miniaturlauchsuppe. Aber alles andere ist riesig. Ich nehme aber nur ein Viertel von einer Zwiebel, ein bisschen von Champignon und nur einen kleinen Hauch von Butter. Oh Gott, ist das süß. Achso, ich muss hier noch zweimal kochen. Oh Gott, ey. Ist das euer Ernst? Wirklich, Entwickler, ist das euer Ernst? Eine Mini-Lauchsuppe. Oh Gott. Bring Mushu die Miniatur-Lauchsuppe. Ach Gott, nein, ey. Wird ja wieder nicht hier so. Ach, da hinten ist Mushu. Dann habt ihr wenigstens jetzt passende kleine Tellerchen und so. So. Oh, die sehen so schön aus. Mitch und Remy werden sie wirklich mögen. Julchen, ich weiß, du bist nicht so klein wie wir, aber du hast uns so viel geholfen. Deshalb möchte ich dich zum ersten Treffen der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner als Ehrenmitglied einladen. Ich habe sogar diesen kleinen Aufnäher gemacht, den du auf deiner Kleidung anbringen kannst, wenn du willst. Ist der auch Mini? Los, komm schon, folge mir. Lass uns dieses Treffen einberufen. Oh, dieses Dorf ist nicht bereit für den gigantischen Mut. Klingt sehr gerne. Momentchen. Moment. Ach nee, Quatsch. Ist ja hier bei den Klamotten. Der Aufnäher. Oder ist das mehr so ein, ist das mehr so für eine Klamotte? Da so, ne, ein eigenes Design herstellen? Kann ja vielleicht sein, weil so ein Aufnäher habe ich jetzt noch nie gesehen. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Triff Mushu zum ersten Treffen der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner in seinem Haus. Okay. Ich meine, da kann man doch schon auf dem Boden sitzen, aber dann, glaube ich, können sie nicht mehr über den Tisch hinweg gucken. Hat jemand meine Kontaktlinse gesehen? Nicht schon wieder, Mike. Nicht schon wieder die Kontaktlinse. So. Ach Gottchen, ist das süß. Achtung, Leute. Danke, dass ihr in so kurzer Zeit gekommen seid. Okay, ich weiß, es war ein Spaß. Ich habe gehört, was Scar gemacht hat. Und ich bin hier, um zu helfen. Er kann uns nicht herumschubsen, nur weil wir klein sind. Die Gründung dieser Gesellschaft ist der erste Schritt, um ihn zum Aufhören zu bringen. Das werde ich ihm auch genau so sagen. Hört, hört! Außerdem, gute Arbeit mit der Suppe, Julchen. Dankeschön. Hey, du da! Magst du nicht mal deinem Drachenfreund zur Hand gehen? Okay. Ich werde Scar eine Standpauke halten, meine Meinung kundtun, ihm die Sache erklären, dann wird er Abstand halten. Irgendetwas sagt mir, dass das nicht funktionieren wird. Ich bin skeptisch, aber ich liebe dein Selbstvertrauen. Eine Belehrung von mir und er ist wieder auf dem richtigen Weg. Scar nimmt mich kaum ernst, Mushu. Also, Scar nimmt mich kaum ernst, Mushu. Er braucht etwas Großes, eine Machtdemonstration. Mulan hat mir erzählt, dass du sie das erste Mal getroffen, als du sie das erste Mal getroffen hast, hast du eine große Show hingelegt mit Feuer und Schatten. Nein, auf keinen Fall. Damals war ich noch kein Wächter. Ich will keine Tricks mehr verwenden. Nur so wird Scar zuhören? Es ist kein Trick, es ist eine Illusion. Wir könnten es gemeinsam machen.
Illusionen erfordern Können, Arbeit und Mühe. Das sind keine Tricks. Okay, wir können es schaffen, solange du weißt, dass ich keine Tricks brauche, um überzeugend zu sein. Es geht nur darum, dass du eine Show willst. Natürlich, Mushu. Was brauchen wir? Lass mich nachdenken. Oh, richtig. Wir brauchen einen schönen, kraftvollen Handfächer. Ich glaube, ich habe im Trainingslager, wo wir uns kennengelernt haben, einen herumliegen sehen. Okay. Also bin ich dann quasi wie Kriggy. Nur in groß. Hol ihn mir, dann können wir loslegen. Ich komme, ich komme. Heb dir deinen Applaus auf. Okay. Kommt mal alle ran. Ich möchte gerne ein Foto von euch allen machen. Oh, ist das süß. Sag mal, Mushu, du auch noch. Ja, das ist besser. Das ist sogar noch viel besser. Kehre ins Reich von Mulan zurück. Okay. Dann werde ich wohl hier den Kriggy machen. dem Feuer immer ein bisschen Luft zu fächeln. So, Mulan. Aber schauen wir uns mal ein wenig um. Finde einen Handfächer im Trainingslager des Reichs. Mal gucken. Ein Handfächer. Okay, hier ist nix. Vielleicht hier drin? Nee. Also es soll ja hier sein, ne? Im Trainingslager. Hm. Da. Da. Ja, das passt wenigstens zu meiner Größe. Ich bin gespannt. Ich freue mich irgendwie. Das muss eine Machtdemonstration sein. Oh, das wird lustig. Hey, schön, dich zu sehen. Du hast den Fächer gefunden? Sehr gut gemacht. Behalte ihn vorerst. Phase 2. Folge mir zu Scars Versteck. Wir müssen ein paar Dinge vorbereiten. Ich bin raus. Na dann los. Triff Mushu in Scars Haus. Ach so. Ja, klar. So. Okay, das sieht schon creepy aus. So, hier hast du erstmal den Fächer. Also gut, Julchen. Wir haben den Handfächer. Wir haben den Ort. Jetzt geh zu Scar und sag ihm, dass wir mit ihm reden wollen. Während du das tust, bereite ich alles vor. Gut. Alles klar. Sprich mit Scar und finde einen Weg, ihn in sein Haus zu locken. Scar! Mensch, lang nicht gesehen! Hey Scar, können wir zu deinem Haus gehen? Jemand möchte mit dir reden? Wir können gemeinsam einen schönen Spaziergang machen aus Gründen? Jemanden, dessen Namen du mir nicht sagen kannst? Und du dienst als deren Bote? Wie traurig. Wie auch immer, das könnte ganz amüsant werden. Oh, dieses Dorf ist nicht bereit für dich. Okay, das ging ja einfach. Das war ja einfach. Oh, okay, das ist cool. Gar, Peiniger der Kleinen, du bist in der Gegenwart des mächtigen Mushu. Was ist das? Wie kann das sein? Ach, das ist ein Schatten. Ich habe eine Nachricht. Ich kann das nicht. Ah, hör zu, diese ganze Sache ist nur eine große Show, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Ach, Mushu. Du musst dich von den kleineren Dorfbewohnern fernhalten. Wir haben uns zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen, sogar mit Julchen. Wir werden uns gemeinsam gegen dich stellen, wenn du nicht aufhörst, uns herumzuschubsen. Hm, wo ich herkomme, sind die, die im Rudel reisen, oft die besten Jäger. Nun gut, ich werde dich und deine kleinen Freunde in Ruhe lassen. Für den Moment. Höre genau!
genau zu. Also das Nudelargument hat wohl gezogen. Du weißt schon, dass eine Legende geklappt. Ich glaube, er wird die kleinen Dorfbewohner jetzt in Ruhe lassen. Tut mir leid, ich konnte die Show für dich nicht aufrechterhalten, Julchen. Ich musste es einfach auf meine Art machen und mit Scar reden, von Drache zu Löwe. Du hast getan, was dein Herz dir gesagt hat. Hey, deine Methode hat auch super funktioniert. Scars Gesicht, als du angefangen hast, war unbezahlbar. Wir haben das Beste von beiden Welten. Du hast ja so recht. Lass uns der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner die tollen Neuigkeiten erzählen. Wir sehen uns. Und trotzdem will ich mal von diesem hier ein richtig schönes Foto machen, weil das ist wow. Also, wow. Okay, Leute, aufgewacht. Ich will eure Lebensgeister sehen. Ich finde das gut, dass er das so richtig versucht hat. Aber noch, ich glaube, noch lustiger wäre es gewesen, wenn sich das auch noch so bewegt hätte. Wir hätten mit dem Handfächer ein bisschen gewedelt. Ich glaube, das wäre nochmal richtig gut geworden. Triff Mushu für ein weiteres Treffen der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner in seinem Haus. So, mal sehen. Ich habe gute Nachrichten für euch. Nachdem ich mit Scar darüber gesprochen habe, dass wir unsere Gesellschaft gegründet haben, hat er beschlossen, sich nicht mehr mit uns anzulegen. Das ist ein riesiger Sieg für alle kleinen Dorfbewohner. Die große Frage ist, welche Herausforderungen wir als nächstes angehen. Bas und ich haben uns unterhalten. Wir mögen diese kleinen Stühle so sehr, dass wir dachten, es wäre toll, mehr winzige Dinge im Dorf zu haben. Zusätzlich vielleicht noch ein paar Rampen, kleinere Türen und so weiter. Ich mag, wie du denkst, Sheriff. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Weißt du, dass ich so noch ein bisschen mehr bastel? Hey, schön, dich das war ein sehen. Tolles Treffen, Julchen. Ich habe echt Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Das habe ich machen lassen, um unseren Sieg gegen Scar zu feiern. Komm, lasst uns nach draußen gehen und feiern. Ein Minitisch. Und noch mehr Ministühle. Okay, Leute, aufgewacht. Okay. Dekoriere draußen mit den winzigen Party-Sets. Ach nein. Das will man noch kaum sehen. Wartet mal. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, das sieht man dann ein bisschen besser, wenn ich das hier so auf dem... Ach Gottchen. Ach Gottchen, nein. Warte mal. So ein bisschen hier rüber. So. Es wird noch ein Foto. Ach so. Oh Gott. Oh Gott, ich bin noch viel zu groß dafür. Dann knie ich mich hin. Ach, nein. Ach je, ja gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was die Zukunft der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner angeht. Wir stellen sicher, dass wir alle zukünftigen kleinen Dorfbewohner in die Gruppe einladen. Wie Woody schon sagte, haben wir auch einige Verbesserungspläne in Arbeit. Danke, dass du uns geholfen hast, Julchen. Du bist als Ehrenmitglied immer willkommen. Hier, ich möchte, dass du das hier bekommst. Es bedeutet mir sehr viel, genau wie du. Unser größtes Mitglied mit dem größten Herz. Oh, Mushu. Oh, schön, eine Jacke. Das nenne ich jetzt mal eine Wächterjacke. Schön. Ja. Mal sehen, wie lange das halten wird. Aber so, mal gucken. Tja, meine Lieben. Das war's dann jetzt auch schon wieder mit den ganzen Aufgaben jetzt mit Mulan und Mushu. Ich bin mal neugierig und schaue mal ganz schnell nach, danke Maui, was denn als nächstes bei Disney Dreamlight Valley so als DLC rauskommen wird. Wie war das? Die Roadmap, genau. Hoppala. Die Roadmap. Schauen wir mal nach.
So, wir haben jetzt ja Mulan gehabt. Als nächstes kommt dann Tiana, tatsächlich. Dann kommt tatsächlich das Update mit Küstenfrosch. Schön. Eine neue Prinzessin kommt ins Valley und bringt kulinarische Leckereien mit. Das ist schön. Gut. Ja, das soll es dann für heute, wie gesagt, wieder gewesen sein. Mit Disney Dreamlight Valley geht es dann halt weiter, wenn das Update dann da ist, wie gesagt. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen als vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und schaut vielleicht mal bei den anderen Videos bei mir vorbei, wenn euch das von etwas interessiert. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder bei einer weiteren Folge oder woanders wieder. Macht's gut, bis dahin und bye bye!